So Leute, was für ein aufregender Tag. Wo fangen wir an? 2 Stunden? Nee, anders. Wir müssen anders anfangen. Das jetzt nehme ich gerade auf, weil schon alles passiert ist. Ihr werdet jetzt zusammengeschnitten 2 Stunden einen Casino-Stream sehen. Wir hüpfen von Maschine zu Maschine. Ob ich im Plus rausgegangen bin oder nicht, verrate ich nicht. Das erfahrt ihr während des Videos. Ich kann nur sagen, es ist ein ordentliches Runter, ein ordentliches Ab, ein ordentliches Runter. Und um das Ganze denn zu verstehen, guckt euch wirklich das gesamte Video an. Also derjenige, der Slotmaschinen mag, derjenige, der Las Vegas mag, Spielhallen und so weiter, für den ist das Video, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Ich warte jetzt darauf, ich habe hier noch einen Voucher mit $350. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr dennoch am Ende des Videos und ich hoffe, es wird euch gefallen. Jetzt kommt erstmal die Begrüßung, bevor alles passiert ist, was denn passieren wird. Und ganz zum Schluss stehe ich an der Stelle hier nochmal, weil das nehme ich denn jetzt gleich auf, verabschiede mich von euch und dann verbleiben wir bis zum nächsten Video. Aber jetzt erstmal viel, viel Spaß bei den ganz vielen zusammengeschnittenen Videos und ich hoffe, ihr fiebert mit. Oder so. Guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Wann auch immer ihr das Video schaut. Schöne Grüße aus dem Golden Nugget. Was haben wir denn heute? 24. Ich weiß es gar nicht. Freitagabend, Las Vegas. Ich habe Bock gehabt. Oder ich habe Bock zu spielen. Hier ist die Kohle. Ich habe $2000 mit. Und sitze jetzt wieder an diesem Automaten hier, wo diese Schnüre eventuell gleich am Platzen sind. Der lief ja letztes Mal ganz gut und ich will den jetzt einfach mal ausprobieren. Ich bin wieder im High-Limit-Bereich. Heute habe ich kein Freebet, ich kriege keine Tasche geschenkt, gar nichts. Ich bin einfach nur so hier, habe eben noch mein Gratis-Steak abgeholt. Das läuft über die Punkte und jetzt gucken wir mal, ob sich was ergibt. Oder der Typ da hinten, der hat gerade eben in den Automaten hier zweimal $200 reingeschmissen und nicht gewonnen. Der macht also höhere Einsätze. Wenn sich da was ergeben sollte, dann gucken wir mal, ob wir den heimlich filmen können. Viel Spaß jetzt beim Video. Da seht ihr, kein Promo, gar nichts. Und jetzt hauen wir hier erstmal $200 rein. Und gucken, was sich hier ergibt. Das arme Geld lassen wir mal liegen. Wir spielen auf 10 Cent. Und machen $8 noch irgendwas Einsatz. Und wir wollen mal hier ein bisschen was hören. Ich habe jetzt so ein bisschen gehofft, dass das durchballert nach oben. Übrigens, das haben sie immer noch nicht repariert, ja? Das Video, wo ich hier mal schön gewonnen habe, wird jetzt übrigens hier oben rechts gerade eingeblendet, damit ihr wisst, was ich gerne haben möchte. $15,50 gewonnen. Bin trotzdem im Minus. Wir haben mit 200 angefangen. Eigentlich ist das ein Scheißautomat von der Auszahlungsquote her. Aber ich habe, weiß nicht, so ein Gefühl heute. So, jetzt ist das Video unterbrochen worden, weil ich einen Anruf bekommen habe. Es hat sich aber nichts ergeben. Wir sind bei 147,30. Jetzt macht er mal voll. Thank you. Oh, da ist jetzt nur noch einer. Jetzt müssen wir um $17,60 spielen. Höheren Einsatz. Das Geld natürlich auch schneller weg. Oh, da meiner. Schade, meiner wären 400. Das war schon $17,60 pro Spiel. Wir können auch $26, oder? Nö, wir können auch $26,40, $35,20 oder $44 pro Spin machen. Geht alles. Jetzt
sind die ersten 200 weg. Jetzt sind die voll. Dann müssen wir nochmal 200 reinwerfen. So, da sind wir bei 400 Einsatz. Und spielen um 17,60 Dollar. So schnell geht das Geld weg. Ich mach mal Weitwinkel. Ist ja ein bisschen einfacher zum Filmen. $18, zumindest der eine Bett wieder raus hier. So, extra Spin. Erster Spin. Ist jetzt gekommen. So, wir haben 400 insgesamt reingesteckt. Ich will immer hier drücken, funktioniert nicht. $20, $20, $10. Und einmal nichts. Muss ich hier drücken? War das so? Ich glaube ja. Nochmal ein Zehner, nochmal ein Zehner. Wieder ein Zehner. Ab und zu sehe ich den Miner hier immer durchfliegen. Du gibst mir jetzt hier nochmal ein paar Felder, sag mal. $20, zweimal ein Zehner. Noch vier Felder, dann gibt es $50,000. Noch drei Felder. Noch zwei Felder. Aber wir sind ja hier beschäftigt. Oh, noch ein Feld. Jetzt wird's aber spannend. Na komm. Also ich gönn's mir ja. Na und? Das ist ein Arsch, oder? So, dann sind wir bei 299,70, haben also ein 100er Minus gemacht bisher. Keine großartige Auszahlung. So, spielen wir weiter mit $17,60. In der Hoffnung, dass die beiden gleichzeitig kommen. $13 gewonnen. $1,600 haben wir hier noch zu liegen. Wir können also ein bisschen nachballern. $5. $36 geworden. Bei so einem schönen Bild. Viel zu wenig. Viel zu geringe Auszahlung. Wir brauchen nicht den grünen. Die anderen beiden bitte. Jetzt sind $300 verspielt.
enttäuschend. Jetzt sind $400 weg. Müssen wir nochmal einen 100er reinschmeißen. Ach Leute, dann ist aber Schluss an dem Automaten. Dann hören wir auf hier. Da ist mir hier die Auszahlungsquote zu gering. Freut sich der Nächste hier. Und jetzt spielen wir mal wieder $8,80, damit wir noch ein bisschen länger was von haben. $6, dass der sich nicht schämt, da überhaupt nur $6 auszuzahlen. So, hier nachher noch einmal drücken und dann ist Ende. Das war's denn hier. Schade. Wirklich schade. Gut, gehen wir zum nächsten Automaten. Jetzt mal einen ganz anderen Automaten. Hier habe ich gespielt direkt am 1. Januar. Und zwar ist das so, du kannst $25 Bett machen pro Spiel, $50 oder 100. Damit man aber viel gewinnen kann, muss man um 2 Credits spielen. Das heißt also, wir spielen jetzt $25 aus und spielen $50 pro Spin. 8-mal kann ich drücken, dann sind $400 weg, die ich hier gerade reingetan habe. Sollte hier irgendwo Pinball kommen auf dieser Linie, dann geht dieses Spiel hier los und dann kriege ich meinen Einsatz mal 15 oder mal 25 oder mal 5 oder mal 100 oder mal 1000. So, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Einmal nichts. $50 weg. Wieder $50. Nützt aber nichts, weil Double, da fehlt eine 7. Auch einmal nichts. Wieder nichts. Die Hälfte ist weg. $200. $150 haben wir noch gut da. Auch nichts. Wieder nichts. Letzter Spin, dann sind $400 weg. Oh, jetzt geht das los. Beim letzten Spin. Und weil ich mit 2 Credits gespielt habe, man das jetzt richtig? Ja. Weil ich um 2 Credits gespielt habe und Pinball Corn kam, kriege ich nicht einen Shot, sondern 4. Das heißt, ich kann 4-mal drücken und 4-mal geht der Ball hier rüber und kann sich irgendwas aussuchen. So, hier haben wir die Pinball-Taste. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir rauskriegen. Denkt dran, wir haben 400 eingesetzt. Gut. 15 mal $25 haben wir schon mal. Nächster Shot. Hier unten seht ihr das, was gewonnen ist. Letztes Mal habe ich hier 1800 oder 1400 oder irgendwie war ein Endpay gewesen. Wieder ein Zehner. 60 mal $25 sind wie viel? Das war's. Passiert hier irgendwas? Der macht Alarm, weil es ist ein Handpay. Und zwar $1,500 gewonnen. Jetzt kommt gleich die Dame an, oder der Herr. Hello. You got the... Yeah. You got the right amount that you want. I was gonna say, you got the good bonus. Is it okay? My camera is on? Yeah, that's fine. Okay, that's fine. Do you need my ID? But yes. It's not my first pay. It's not my first 10 pays this year. Do you live here? In the US? Okay. Good. Oh, you're a local, man. Yeah.
Have you hit a jackpot here before? Yes, on January 1st. January? Okay, yeah. Well, I'm sure okay. We got you on file already. Perfect, thank you so much. So you're Renee? Yes. Okay, I'll be right back, okay? Thank you. Yep. So jetzt dreh ich mal die Kamera um. Wartet mal. So kann's gehen. Aber wir sind plus minus null. Weil ich habe jetzt noch 500 in der Tasche. Warte mal, ich muss mal kurz zählen. Sind das 500? Eins, zwei. Kriegt das nicht auseinander. 500. Plus diese 1500 sind wir wieder bei 2000. Das heißt also, ich bin jetzt plus minus null. Und ein Handpay ist es deshalb, weil es über 1200 Dollar sind. Und die sind in Nevada oder als US, jemand, der hier wohnt, der eine ID hat, ein Social Security Number und so weiter. Und das habe ich ja. Ist das Ganze steuerpflichtig mit 33% oder 30%? Ich weiß nicht, ist auch egal, 30% oder 33%. Aber jetzt kommt Folgendes. Durch die Spielerkarte, die ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt habe, die hier drin steckte, erkennt er jetzt natürlich, dass ich gewonnen habe, aber der hat auch vorher die 1500 Dollar registriert, die ich verloren habe. Und das wird gegengerechnet. Das heißt, ich zahle auf diesen Gewinn jetzt keine Steuern. Und das gilt fürs gesamte Jahr. Anders erklärt. Ich verspiele übers gesamte Jahr, sagen wir mal, 20.000 Dollar in allen Casinos in den USA und gewinne jetzt irgendwann in Miami im Hard Rock Café 20.000. Dann müsste ich normalerweise auf diese 20.000 30% Steuern bezahlen. Muss ich aber nicht, weil ich die gesamten Ausgaben in den Casinos gegenrechnen kann als Minus. Und deswegen ist es so wichtig, diese Spielerkarte zu benutzen. Einmal kriege ich Punkte heute Abend, dass ich hier 1500 Umsatz gemacht habe. Das Casino sieht, ich bin dem treu. Ich spiele in dem Casino, belohnt mich mit Freinächte, keine Ahnung, Essensgutscheine, die Notebooktasche, was haben wir denn hier noch alles? Freebet jede Woche, 50 Dollar, solche Geschichten dann halt einfach. Und hätte ich die Karte jetzt nicht benutzt, dann müsste ich auf diese 1500 Dollar Steuern bezahlen und könnte aber diese 1500 Dollar, die ich vorher ausgegeben habe, nicht gegenrechnen, da das Finanzamt, die IRS in den USA, ja nicht weiß, dass ich 1500 vorher reingeschmissen habe. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, jetzt haben wir das schöne Gebimmel. Der wollte jetzt so kurz meine ID sehen. Der hat mich gefragt, ob ich hier schon mal gespielt habe. Jackpot, ja, habe ich ja gesagt, am 1. Januar. Selbe Maschine war das im Übrigen. Und jetzt guckt er in seinen Computer und dann kommt gleich so ein Formular, das zeige ich euch, und dann wird Cash ausgezahlt. Und dann gucken wir mal, ob das Spielchen hier weitergeht. Spielen wir weiter? Ich würde sagen, wir spielen weiter. Weil ich will ja im Plus raus, ich will ja nicht plus minus null. So, ich habe dann jetzt hier so ein, ich zeige es nochmal ganz schnell, so ein Steuerformular gekriegt, da steht nämlich meine Social drauf und jetzt kriege ich mein Geld ausgezahlt. Ready? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, there's 20, 40, 60, 80, 1500, brother. Thank you so much. So, und jetzt muss der kurz ran mit dem Schlüssel. Yeah. Give me one number. Und muss die Maschine resetten, damit der nächste ran kann. Dann hört's auf. Zack. Alright, you're all good, man. Thank you so much. Nachdem der Handpay ausgezahlt wurde, ist wieder alles voll. Die Taschen sind voll. Und dann können wir hier an dem All Aboard Zugmaschinen Dingsda-Bimster spielen. So, jetzt haben wir hier mal 200 rein. Wir müssen aber das Geld hier mal ein bisschen ordentlich hinpacken. Ich mag das nicht, wenn das so unordentlich ist. So schön laut machen. Ja, und wir spielen um 10er. 6 Stück davon müssen kommen oder 3 davon. Oder ganz viele von der Fresse. 3? Schade. $5. 2 mehr. Schade.
6-mal Zug oder 3 Dynamitstangen? Weiß gar nicht, was passiert, wenn beides gleichzeitig kommt. Ein Zug hat gefehlt, sag mal. Der ist aber kurz davor, merkt ihr das? Der will. Der will hier die große Auszahlung machen. Schaut mal, wenn hier hinten die Dynamitstangen sind, der macht gar keine Geräusche mehr, weil der ganz genau weiß, in der letzten Zeile kommt keiner. Weil wenn nämlich 2 kommen, hier oder hier, dann macht er beim dritten und das macht er in der letzten Zeile nicht. Da. So, habt ihr mitgekriegt? Jetzt gibt es 9 Free Games. Also, auch hier, wir halten fest, $200 reingeschmissen. Was haben wir denn jetzt gewonnen erstmal? $20. Und jetzt haben wir 9 Free Games und $25 haben wir noch drin. Wir gucken mal, was passiert. Wir sind gespannt. Ja, hauen wir alle toll da. Das ist ja erstmal ein bisschen was. Aber wie viel? Ich weiß es nicht. Aber der zählt ziemlich schnell und wir sind im ersten Free Game. So, damit sind die $200 wieder rein. Wir sind im Plus heute. Also wenn die anderen Free Games auch so ablaufen, dann haben wir hier den nächsten Endplay. Das sag mal, der hört ja gar nicht mehr auf. $95 waren das. Einmal nichts. Gut, jetzt haben wir glatte 500 gewonnen. $4, das haben wir. Zweimal. Okay, wird also kein Handpay, aber $579 gewonnen und jetzt sind wir bei 604 und haben somit automatisch $404 sind wir hier im Plus. Das ist doch schon mal, wa? Das ist in Ordnung. So, jetzt machen wir mal geringeren Einsatz, 10 Cent und spielen um $5. Haben $4,80 gewonnen. $6 gewonnen. Das verwirrt einen ja hier mit der großen Zahl. Jetzt und warum nicht einer mehr? Ich will euch das gerne zeigen. Können wir den Gewinn nehmen, wieder zu dem Pinball-Automaten zurück und gucken, ob wir da noch mal ein paar Kugeln kriegen. Aber was soll das hier? Du wirst mir unsympathisch hier. Und? Will er nicht auszahlen. Auch nicht. Ich glaube, wir wechseln mal wieder den Automaten. Ein ganzer Dollar. Wir spielen auf 500 runter hier. Dann sind wir nämlich immer noch mit 300 hier im Plus. Naja, den Dollar kann er sich sonst wohin stecken. $17 gewonnen, das ist schön. Bringt uns aber nicht weiter. Noch einmal und dann lassen wir jetzt auszahlen.
Schade. Dann will er uns das nicht zeigen. Und dann nehmen wir die nächsten Automaten. Merkt euch, 501 Dollar und... Und immer schön die Karte reinstecken, ja? 501 Dollar und 60 Cent. Damit geht es jetzt am nächsten Automaten weiter. Gut, dann schön langer Stream. Langes Video. Jetzt gibt's Dancing Drums Power Trio, weil das sind nämlich drei Türme übereinander. 501 Dollar und 60 Cent. Und auf dem Weg hierhin habe ich noch 52 Cent. Sind mir zufällig zugeflogen. Die hauen wir auch noch mit rein. Und dann machen wir die Nummer hier auch ganz laut. Weitwinkel und 10 Dollar Einsatz. In der Hoffnung, dass der Topf da oben dann... Ich kann auch nicht mal ausreden. Es besteht jetzt die Gefahr. Die Gefahr. Die Chance 11 Dollar, 26 Dollar, 814 oder 12.000 Dollar zu kriegen. So. Meistens kriegt man den Mini, so wie jetzt. Und dann gibt es ganze 11,43 Dollar. Amazing. Ich bin eigentlich nur wegen dem Topf hier rangegangen. Was ist denn hier nebenan? Nebenan sind andere Spiele. Ja, schade. Jetzt ist der Topf leer. Was ist hier? Hier ist der Topf voller. Ich spiele mal trotzdem hier weiter. Gucken, was hier passiert. Es müssen drei Trommeln nebeneinander kommen und am besten eine goldene Trommel mit rein, damit es ein schönes Sondergame gibt. Jetzt gibt es Sondergame, aber nur eine Linie. Aber wir haben jetzt schon 26,40 gewonnen. Haben ja irgendwie 501 reingehauen oder so, also sind wir auch schon wieder im Plus. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt kann ich mir aussuchen, wie viele Free Games ich haben möchte. Meistens nehme ich das und heute auch. Insgesamt gewonnen. Wir haben noch 6 Free Games. Wenn jetzt noch mal eine Trommel dazu kommt, also 2 nebeneinander, dann gibt es noch mal ein paar Free Games oben drauf. Ja. 98,40 gewonnen. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen oben drauf. Sind wir bei über 100 da. 153 gewonnen. Ich drücke mal die Taste, damit es ein bisschen schneller geht, sonst wird es zu langweilig für euch. So, nochmal 153 Dollar rausgeholt. Und dann haben wir jetzt 6,43 und dann machen wir hier Auszahlung. Merken, 6,43, wir gehen zum nächsten Automaten. Was spielen wir denn jetzt? Guckt auch immer auf die Uhrzeit oben, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe das hier über mehrere Tage oder Stunden zusammengeschnitten. Achtet selber drauf. Warte mal, wir müssen mal hier mit dem Zoom. Was haben wir, 20.07 Uhr? Haut das hin? 20.07 Uhr. So, ab zum nächsten. Und weiter geht's. Cash Express Luxury Line. Da steht der Major bei 3.022, nebenan bei 1.291 und da bei 2.4. Wir setzen uns natürlich da, wo es am größten geht. Jetzt sagt er, hier ist meine Karte ungültig. Warum? Ab und zu nimmt er die Karte nicht an. Jetzt schmeißt er erstmal die Kohle hier rein. 643,50, wie wir aufgehört haben. Ich habe schon wieder Geld gefunden. Ne? 9 Cent, die hauen wir auch mit rein. Und dann spielen wir hier auf 5 Cent und machen Einsatz von 3,75 pro Spin. Das ist aber ein bisschen wenig. Wir machen mal 8 Dollar. 3 Münzen müssen kommen und jetzt geht gleich Sondergame los. Beim zweiten Mal drücken, einmal hohen Einsatz. Mal gucken, was kommt. Oh, was machen wir denn? Was ist das Bessere? Das weiß ich nicht. Aber wir wollen ja den Zug haben, ne? Also spielen wir... Wir machen das hier. Ich hoffe, es ist das Bessere. Look up. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert.
50 Dollar? Kann das sein? War das da noch? Da ist irgendwas mal 10,44 reingeklatscht. So, wir merken 631. Ein 100er. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Bei 8 Dollar Einsatz, 100er. Aber gut, wir sind bei 731 Dollar. War das jetzt toll? Nö. War jetzt nicht wirklich der dicke Otto hier. Jetzt kommt wieder der Cash Express mit 50 und 15. Oder auch nicht. Ich habe den Automat noch nicht so richtig geblickt. Ist mir eigentlich auch egal, Hauptsache hier kommt Kohle rüber. Ich habe 45 Dollar mit irgendwas bekommen. Jetzt sind wir wieder bei 725. Ein Lärm hier. Ist 8 Dollar Einsatz so hoch? Würde er schon fast sagen, ja. Weil die Auszahlung ist hier nicht so dolle. Ich spiele mal auf 2 Cent. 3,20 ist zu wenig. Machen wir einen 5er. Was haben wir hier? 7,50 Dollar. Muss aber sagen, der gefällt mir nicht ganz so doll, der Automat. Der ist nicht. Bringt jetzt nicht so viele Sympathiepunkte rüber. Gleich auf 600 Dollar runter. Deswegen werden wir den jetzt mal wieder wechseln und zum anderen gehen. 599,84 und wir gehen zum nächsten. Bei dem waren wir da auch schon lange nicht mehr, ne? Piggy Bank Karte rein, 599,84. Spielen auf 10 Cent mit 10 Dollar 1. Ne, wir spielen auf, was machen wir denn? Wir machen mal 5 Cent. Und spielen mit dem 5er. Sechs Schweinchen müssen kommen oder drei Banken. Oder drei Banken. Ihr müsst ja auch denken, das kann doch eigentlich nicht funktionieren, oder? Aber es ist wirklich so. So, hier immer das wählen. Immer linke Seite. Weil dann bleiben die Schweinchen stehen. Und die verbinden sich dann zu einem großen Feld. Jetzt müssen die beiden noch voll werden, das wäre auch schön. Sehr schön. Oh, herrlich. Herrlich. Es können dann 50 werden, 250, 1052 oder wenn alles voll ist, 24.000. Toll wäre, wenn der jetzt noch. Oder der, der. Der wäre besser. Ist egal. Beide. Ein Schweinehund, oder? Ja. Ja. Oh, das war aber auch das letzte Game. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Das sind schon mal 15 Dollar. Und der läuft aber lange durch.
$5 gewonnen. Achtung, gleich fängt es an zu zählen. Ja, naja, sicher. So, wir drücken jetzt mal die Taste, dann geht es ein bisschen schneller. Guckt auf die Zahl, $591. Und jetzt, bumm, 866. Na, dann machen wir doch mal die Auszahlung. Achtet bitte auf die Uhrzeit von dem Dings. Was haben wir? 20.16 Uhr. Weiter geht's. Jetzt geht's an Chinesenautomaten. Hier ist der Topf fast voll. Das sind drei so eine Rollen. Den habe ich, glaube ich, noch nie mit euch gespielt. Coupon geht rein mit 866,84. Fangen wir an. Karte reinstecken. Wieder wird irgendwas gewonnen. Egal, aber wir wollen ja gewinnen. So, $5,28 Einsatz. Ich weiß gar nicht, dreimal dieses Symbol hier muss kommen. Und dann gehen Free Games los. Oder irgendwelche Sachen müssen da hochfliegen, damit das Ding voll wird. Der, das Symbol muss kommen. Achtmal. Achtmal irgendwas gewonnen. Und schon wieder 877. 887. Passiert nichts. Machen wir Weitwinkel. Dreimal müsste das kommen mit Free Games. Oh, 909 haben wir jetzt drin. Das große Ding bleibt bisher aus. Also von der Musik her ist der sehr, sehr unspektakulär und auch von dem Tara. Aber beim Geld abnehmen ist er gut. Wir warten auf die ganz große Nummer. Dreimal bing, 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 bitte. Jetzt alles weglassen, diese $3, $2,60 und so. Wollen wir alles nicht haben. Manometer ist sehr unspektakulär. Aber auch das gehört dazu. Aber hier hauen wir gleich ab. Das ist... Der macht weder mir Spaß, noch euch wahrscheinlich. Ich würde euch ja nur gerne mal die drei Symbole zeigen, dass es hier Free Game gibt. $43,20 gewonnen. $28. Geht auch nicht zu.
Der macht einen aggressiv. Es kann doch nicht so schwer sein. Liebes Gold Nugget, wir machen gerade Werbung für euch hier. Da hilft uns $12 nicht weiter. Ja, wir spielen mal $8.80. Und jetzt geht der Topf zu. Und jetzt können wir $28 gewinnen, 32, 982 oder 10.000 noch irgendwas. Oh, der Major wäre 982. Einmal mehr den Major. Ich will nicht den Mini. Ich will nicht den Mini. Ach, das ist doch Betrug. Als ob der Mini da... doch gar nicht. Der ist kacke, oder? $821, wir lassen mal auszahlen und gehen zum nächsten. Ab geht's zum Huffenpuff. Da steht der Major bei 1880. Spielen wir auch auf 5 Cent und machen $7.50 Einsatz. Da müssen ja 6 Stück von kommen. Bei 811. Zwei mehr? Warum gibst du nicht zwei mehr? Dann gehen wir auf 10 Cent und spielen um $10. Der hat aber kein gutes Gefühl hier. Hier gehen wir nur bis 700 runter und dann verkrümeln wir uns hier. Der wird nicht zahlen. Nee. Und jetzt gleich nochmal ein Fünfer. Oder noch weiter. Der sieht nicht schön aus. Noch einmal, dann gehen wir mit $700 hier weg. Ja, der gefällt mir nicht. Da habe ich ganz ungutes Gefühl. Ich bin wieder im High Roller. Der Topf ist zwar nicht voll, aber... So, wir spielen mit $700 weiter. Ich habe mal kurz einen Zwischenstand gemacht. Ich bin jetzt mit $500 im Plus. Und wenn ich das ausgegeben habe, dann bin ich mit 200 im Minus. Aber das wollen wir ja nicht alles ausgeben. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir mal $8.80 Bett. Wir haben $12.50 gewonnen. Drei Trommeln von links nach rechts. Sehr schön. Wenn hier der Mini kommt, ist das übrigens gleich ein 100er.
Ende. 30 Dollar. $20 gewonnen. Die Dame neben mir hat gerade aufgegeben mit dem Zug. Da kommt nichts großartig. Da spielt jetzt jemand anderes gleich diese Schnüre. Vielleicht. Mach doch mal 3 Trommeln von links. Das wäre doch schön. $21 gerade mal. $8.80 ist hier übrigens der Mindesteinsatz. Hier kommt der Mini, weil den 100, da sind wir jetzt ja schon los. So richtig erfolgsversprechend sieht der hier aber auch nicht aus. Das ist aber traurig hier. Also einen höheren Einsatz machen, $17.60 pro Spin. Ich spiele bis 400 runter. Bin ich mit 200 im Plus heute und dann hören wir auf. Eine Trommel hat gefehlt. Zwei Trommeln haben gefehlt. Und letzter Spin. Letzter Spin. Wie spät haben wir? Das sehen wir jetzt gleich auf dem Coupon. Uhr. Wir sind im Plus und haben viel Spaß gehabt zusammen, hoffe ich zumindest. So, $201.25 im Plus. Viel Geld heute umgesetzt. Paar tausend Dollar. Viele Punkte gemacht auf der Spielerkarte. Das heißt, das nächste Stake ist wieder mit drin. Es gibt demnächst dann wieder reichlich Freebet und eigentlich wollte ich jetzt abhauen, habe ich ja gerade gesagt, aber schaut mal da, wird gerade gespielt mit den Schnüren und der hat da schon ein bisschen Kohle reingehauen und vielleicht geht es dem ja genauso wie mir, guck mal wie schnell der da drückt, ich will das Ding unbedingt gewinnen, vielleicht hat er gleich die Schnauze voll und kein Geld mehr und haut ab und die Schnüre sind nicht geplatzt, wenn die nicht geplatzt sind und der gleich abhaut. Dann gehe ich mit meinen $400 hin und dann bin ich nicht mehr mit $200 im Plus, sondern entweder mit $200 im Minus, wenn ich alles verspiele, oder deutlich im Plus, wenn ich gewinnen sollte. Wollen wir mal kurz so ein bisschen zuschauen? So von hier, von der Seite, was er da macht. So kann man auch spielen, oder? Ich würde sagen, ich melde mich gleich, falls ich noch spielen sollte. Ein bisschen spannend. Also Casino ist aber auch so eine Sache.
Guck mal, und das Ding da hängt immer noch schief. Oh, der lässt sich den Vouch ausziehen. Der hat die Schnauze voll. Das heißt, ich gehe hin und das Video geht jetzt weiter. Gucken wir mal, ob wir jetzt die Schnüre holen. Wir sind am Schnürenapparat. Karte rein. $401.25. Jetzt sind wir mal gespannt. Er hat auf 5 Cent gespielt. Wir spielen auf 10 Cent und machen $17.60 Einsatz. Weitwinkel. Und haben erstmal $44 gewonnen. Wo geht denn das hier lauter? Da, Menü. Wir wollen das ja lauter. Und jetzt drückt mal die Daumen. Oh, einer fehlt, eine Reihe fehlt. Aber ihr kennt das. Das hat nichts zu sagen, aber es könnte was werden. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt $392 verspiele und nichts passiert. Weil alle drei sind voll und bei allen dreien fehlt nur einer. Vielleicht haben wir ja wieder das Glück und alle drei kommen zusammen. Ich gönn's mir. Ich will doch nur das Geld haben. Und davon so viel wie möglich. Und ihr wollt das auch, dass ich das habe, weil ich den Content hier bringe. Das Geld geht aber ziemlich schnell runter, ne? Bei $17.60. Uiuiuiui. Muss man ja sagen. Haben wir jetzt $36 gewonnen. Und jetzt mach mal, dass hier, dass das was wird. Wir wünschen uns das so doll. Ist ja unglaublich, oder? Ich weiß nicht, wie viel 100 der vor mir da reingeschmissen hat. Aber wir müssen ja um $17.60 spielen, damit auch der Gewinn später höher ist hier. Weil ich kann ja nicht, wenn die Schnüre alle voll sind, nur um $8.80 spielen. Mal auf, gleich muss ich noch Geld reinschmeißen. Und ich muss auch Geld reinschmeißen. Das geht nicht, dass ich kann jetzt nicht abhauen, weil ich bin jetzt schon im Minus. Naja, die $16, das bringt uns jetzt auch nichts. Du lässt jetzt mal hier die Dinger platzen. Was ist denn, wenn wir hier auf 25 Cent gehen? Was ist denn da der Mindesteinsatz? $12. Spielen wir mal um $12. Jetzt muss ich doch tatsächlich in mein Portemonnaie hier greifen, Leute. Das ist traurig, oder? So. Mann. Leute. Jetzt fehlt mir hier noch die Hälfte aus der Tasche. Da sind noch die ganzen 20er, die der mal ausgezahlt hat. So, haben wir nochmal 200 rein. Macht alles hier beiseite, das ganze Papierzeug. Du machst jetzt hier mal voll. Ist ja unglaublich.
Was für ein Scheißapparat, oder? Jetzt kann ich gleich nochmal Geld reinpacken. Haben wir hier $600 verspielt. Guck das an. Jetzt müssen wir schon wieder Geld reinstecken. Ach, das ist auch alles nicht so einfach. Neben mir wird auch gespielt. Ob wir die $600 wieder rausholen hier? Ja. Kommt aber auch gar nichts. Da ist die ja fast schneller mit der Schnüre wie ich hier. Nee, der Fünfer nützt uns nichts. Hätte ich mal aufgehört, oder? Hier passiert ja gar nichts. So, dann hauen wir nochmal 200 rein. Jetzt habe ich aber so ein bisschen den Überblick verloren, wie viel wir hier mit irgendwas sind. Jetzt gehen wir mal wieder auf 10 Cent. Spielen auf 17,60. $43 gewonnen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen nichts zu trinken. Wir wollen eine Kohlen. Unfassbar. 59 gewonnen, das ist schön. Auch gleich voll. Sie spielt um $8,80, dann machen wir das jetzt auch mal. Pass auf, und jetzt kommen die Schnüre gleich.
Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, oder? Leute, Finger weg von diesem scheiß Automaten. Jetzt mal ernsthaft, wie viel soll denn da noch reinfliegen? $19,50 hier wohl. $83. So viel, wie ich reingesteckt habe, so viel kann ich doch gar nicht mehr gewinnen. Kein Wunder, dass der davor die Schnauze voll hatte. Der wusste schon warum. Tut mir leid, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und das macht so auch keinen Spaß, weil du ganz genau weißt, der verarscht dich hier. Weil das ist Verarschung. Hat jetzt gleich alle Schnüre voll. Habt ihr gesehen, wie weit die unten war? Vorher? Und meine Schnüre sind schon die ganze Zeit voll und ich baller hier Kohle rein ohne Ende und nichts passiert. So, wieder die Kohle weg. Und jetzt geht der eine los, beim letzten Spin. Ja. Oh, dann zeig mal, was du hier kannst. Da wird ja nichts Großes bei rauskommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ein Zehner haben wir ja schon mal. 20, na, da kann ich mich ja freuen. Egal was kommt, das wird scheiße. Selbst wenn das hier mal 5 kommt, kommen wir ja nicht annähernd dran, was wir ausgegeben haben. Und der gibt ja noch nicht mal 5. Geht gar nicht. Absolutes No-Go. $60. Tut mir leid, ich muss hier weg. Das geht nicht. Ich hau hier sonst. Dann nehme ich meine Kohle und jetzt spielen wir lieber jetzt noch mal ganz kurz diesen Pinball. Vorhin habe ich ja bei der Maschine gewonnen. Jetzt spiele ich die daneben. $400 reingemacht, $25, das Ganze mal 2. Mal gucken, ob es klappt. Gleich beim ersten Mal. Gleich beim ersten Mal. So, jetzt sind wir mal gespannt, oder? Was jetzt passiert? Eben, es ist noch der Voucher hier, wo ich gerade eben an diesen Scheiß
Automaten gespielt habe. Guckt auf die Uhrzeit, was haben wir? 20.53 Uhr. So. Jetzt gucken wir mal. Zimmer $25. Ja, das ist natürlich schade. $25. Wir hatten letztes Mal $60. Das war ein Handpay. Also jetzt wäre natürlich schön, wenn es kommt jetzt was Schönes. 15. Gleiche wie letztes Mal. Und es ist wieder ein Handpay. Wieder $1,500, aber ich habe noch 350 drin. Und das Ding fängt wieder oben an zu blinken. Und jetzt müssen wir einen Zwischenstand machen, weil. It's my second hand pay today. Oh ja? Yeah. This year was the last one. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal hier die Kohle rausholen aus meiner Tasche. Das ist ja von meinem anderen Handpay. Do you need my player's card? Oh no, I've got your card. I thought you were getting your ID. Okay. Let me see what I got for you. Give me 1 minute for my video. So, pass auf. Jetzt habe ich hier noch die Kohle zu liegen. Jetzt muss ich, weil sonst denkt ihr ja, ich bescheiße euch. Ich habe ja 2000 mitgenommen. Ja? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800 plus 1,5 sind wir bei 2,3 plus die 350 sind wir bei 2,650. 2,650 plus die 64 sind wir also deutlich im Plus und damit hören wir auch heute auf. Das ist der Zettel von meinem First Hand Pay und das ist jetzt der zweite. Das kann aber auch mal sein, dass das hier reinklatscht, ne? Oder hier unten, dass du denn 1000 hast. Aber das war der erste Spin. Aber ganz ehrlich, dann spiele ich doch lieber hier einmal um $50, anstatt da hinten da diese scheiß Schnüre teilen, wo gar nichts passiert. Zweite Handpay, da ist die Kamera, da muss ich reingucken. Zweite Handpay an einem Abend, ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht. Ich sag's euch gleich. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? So, deswegen wieder ganz wichtig, die Players Card reinmachen, weil die Verluste von diesem Scheißapparat da können jetzt natürlich gegengerechnet werden gegen diesen Apparat. Und was soll ich sagen? Zwei Apparate nebeneinander an einem Abend, jeweils Handpay und jeweils der René. Vielen Dank, Goldblatt. Ich hätte jetzt auch $100 spielen können oder $200 pro Spin, aber da bin ich ehrlich, da habe ich keine Eier in der Hose. Da ist mir das Geld dann doch zu schade, weil auch $50 pro Spin ist schon mal richtig ordentlich. Finde ich zumindest. So, dann lassen wir uns jetzt mal das Geld auszahlen und danach melde ich mich dann mit dem Schlussstatement. So, es geht los, Leute. 1,000, 1,2, 3, 4, and 1,500. Thank you so much. Und das packen wir alles auf den Haufen damit drauf. Beide Maschinen, beide mal Handpay. Und auch die Maschine wird resettet. Dankeschön. Leute, 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 was für ein Abend, oder? Was für ein, ich wollte sagen, was für ein Stream, was für ein, ich muss sagen, ich glaube, richtig geiles Slotmaschinen-Video aus Las Vegas. Ich habe das alles zusammengeschnitten jetzt und ich hole mir jetzt meine $350 ab, so wie ich es am Anfang des Streams schon reingeschnitten habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, bitte Daumen nach oben, Abo-Button knicken, drücken. Klicken, wenn ihr das noch nicht getan habt, das Video definitiv weiterempfehlen. Ihr seht, mein YouTube-Kanal springt von den Mitgliedern immer weiter nach oben. Ich glaube, der Content gefällt euch. Und wenn ihr in Las Vegas seid und ihr habt mal Bock, eine deutschsprachige Tour zu machen, meldet euch bei mir. Wenn ihr die VIP-Nachttour macht, dann gehen wir in dieses Casino hier rein. Ich zeige euch die Automaten, wo ich gewonnen habe, mit den Einsätzen und noch ein paar andere Sachen. Und ja, danke für eure Treue. Was gibt's zu sagen? Eigentlich gar nichts. Guckt euch noch den nächsten Spot an, da geht es um mein Buch und danach dann mein Instagram-Account und so weiter. Und
vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Stream. Tschüssikowski.